Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Und zwar mal wieder in HD. Ich hab's endlich hingekriegt, den blöden Fehler wegzukriegen. Mein ganzer Bildschirm ist jetzt auch wieder in bunt. Wollt ihr wissen, woran es lag? Es ist ganz einfach. Oh, sieht das toll aus. Das hat mir so gefehlt. Oh, wir haben voll viel Kohle. Hatte vor einiger Zeit mal die Einstellung geändert von der PlayStation. Und zwar hatte ich das auf 561p gestellt oder so. Also ganz kleines Bild. Und irgendwie kam die HDPVR damit nicht zurecht und hat dementsprechend das Bild da direkt in grün umgewandelt, weil es die Farbe nicht übermitteln oder das Bild nicht übermitteln konnte, so wie es war. Deswegen sind die Aufnahmen von mir auch alle so gewesen, dass sie total zittrig geworden sind. Also wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass die Namen hier im Bild oder an der Seite die ganzen, also die Buchstaben halt die ganze Zeit am Zacka, 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 Zacka waren. In den älteren Parts ganz extrem. Und ich habe mich immer gewundert, warum passiert das? Weil die ersten Aufnahmen waren ja auch gut. Richtig schön im HD. Ja, und das lag nur daran, weil ich die PlayStation umgestellt hatte. Und deshalb, ja, ich habe schon überlegt, also, dass das am Kabel liegt. Hatte das Kabel dann ausgetauscht. Also neu gekauft extra für einen Zehner. Und es hatte nicht funktioniert. Tja, und dementsprechend gucke ich dann so und denke mir so, fick dich doch, du Scheißspiel. Als ich das war eine Sache von 5 Minuten. 5 Minuten! Und ich habe jetzt... Seit, lass mich nicht lügen, seit 6 Monaten oder so hänge ich mit diesem blöden Fehler und konnte nicht einmal in HD spielen, das ist so ätzend. So, das hier ist der nächste Tempel, und zwar der Tempel von Bivel. Hier kriegen wir einer der coolsten, stärksten Bestias. Den Namen habe ich hier natürlich, in meinem klugen Block. Und ich kann alles im Bund sehen. Dieser Tempel ist komplex, kann man sagen, aber man kann eigentlich auch nicht wirklich was falsch machen. Man muss nur im richtigen Moment in die richtige Richtung drücken. Hier sieht man jetzt ein paar, also hier sind jetzt ein paar Wege und auf dem Feld, wo wir stehen, ist ein Pfeil. Wir müssen jetzt mit X bestimmen, wo wir lang wollen und ja, wir können nur geradeaus und wir müssen ja, das sieht voll cool aus, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Auf der PlayStation 2. Gut, wir müssen jetzt in verschiedene Ebenen rein, um, man sieht das schon hier, um die verschiedenen Dinge einzusammeln. Wir gucken einfach mal, hier wollen wir nicht runter, sondern hier wollen, scheiße, das war die falsche Richtung. Weil da ist nämlich kein Steinchen, wie man sieht. Auf der anderen Seite wäre der Stein gewesen, aber ich habe verkackt. Weil die Pfeile, ihr seht das... Sieht man das? Ne, sieht man jetzt nicht. Und zwar unten links bei diesem grünen Ding wackeln die ganze Zeit die... Oh, hier habe ich doch was drin, aber der muss ja drin bleiben zum Weiterschieben. Da gehen die Pfeile immer hin und her und hin und her. Und genau da, wo der Pfeil steht, muss man X drücken. Ich hätte jetzt drücken müssen, als der links nach links gezeigt hat. Aber ich habe es verkackt. Egal. So. Zurück. Wenn man weiter geradeaus fährt, ist das nicht schlimm. Man fällt dann runter und startet wieder beim Anfang neu. Ah, sehr gut. Rechts. Rechts links, rechts links, rechts links. Okay. So, den nehmen wir uns dann mal schön mit. Spheroid daneben. Oh, ist das toll, in HD zu spielen. Oh mein Gott, der Grund, warum ich mir dieses Spiel wieder gekauft habe, war ja, weil es ein HD-Remake war. Das alte habe ich hier auch noch. Habe ich das hier noch liegen? Moment. Das ist natürlich jetzt clever, während der Aufnahme hier rumzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. So. Mal gucken, dass das mit der Cam wieder vernünftig ist hier alles. Ganz nah rangezoomt. Cool. Ah! Mein Gott. Ich hänge den Controller fest. Ah, ich bin runtergeflogen, ne? Nee, wir wollen weiter geradeaus. Ich meine, ich zeige euch das gleich. So. Jetzt kann ich euch das zeigen. Ich bin nicht richtig im Bild, sehe ich gerade. Doch? Okay. Hier! Das ist meine Final Fantasy X PlayStation 2 Edition. Habe ich damals hier. Was, GameStop? Ja, von GameStop war das. Für 14,99, also 15 Euro gekauft gehabt. Mit einer Bonus-DVD mit. Moment. Ich glaube, da sind Songs und sowas drauf und auch Bilder. Voll cool. Moment, hier ist ja. Hier ist eine extra CD dann mit bei. Ja, das müssen extra Lieder und sowas sein und. Mein Lieblingsspiel musste einfach in dieser Edition gekauft werden. Ohne Scheiß, bestes Final Fantasy. Okay, so viel dazu. Wir nehmen jetzt unseren Spheroiden und stecken ihn erstmal hier in dieses schöne kleine Loch. Steck ihn rein, du Sau! Oh, es fängt an zu leuchten. Der Pfad ist erleuchtet für uns. Und ich habe gerade einen kratzigen Husten. Ja, eigentlich wollte ich das alles bei der letzten Aufnahmesession schon fertig haben, aber hat ja nicht ganz funktioniert. Ihr habt ja gesehen, ich habe das nachgetragen.
Weil das war nur diese Cutscene, die da kam. Und die wollte ich noch mit drin haben und den Weg halt hier zum Tempel. Und dann wollte ich diesen ganzen Weg hier eigentlich auch schon fertig machen. Aber es ging ja leider nicht, weil ich halt zu doof war. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann machen wir das jetzt eben. Da kommt auch noch ein bisschen was. Und wir müssen noch ein paar Battles machen. Bevor wir nämlich so weitermachen können, wie ich das gerne hätte. Weil wir kommen dann nämlich zu einer Ebene, wo man richtig schön leveln kann. Und was auch mein Levelort sein wird, mein nächster. Ich werde dann da auch circa so 30 Level leveln für jeden. Was halt doof ist, ist, dass Kimari nicht mit dabei ist, ne? Kommt aber noch, warum er nicht mit dabei ist. So, nun sind wir hier. Ich glaube, das war falsch. Und auch in diesem Tempel gibt es wieder ein Secret. Nee, das war falsch. Da dürfen wir noch nicht hin. Und dieses Secret kann man gar nicht übersehen. Wenn man es übersieht, ist man echt blöd. Das kann man echt nicht übersehen. Wie ihr wisst, brauchen wir alle Secrets, um eine extra Bestia zu kriegen. Aber das ist nicht so problematisch, wie man das denken könnte. Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Sieht man mich überhaupt gut so? Ja, ich denke schon, ne? Voll die kleine Cam. Aber ich habe mir jetzt auch mal den Platz gewechselt. Ich sitze jetzt nämlich auf meinem Sofa. Warum sitze ich auf meinem Sofa? Weil ich mache das immer, wenn ich mit Superbrot unser Together aufnehme. Dann ziehe ich mir immer den extra Bildschirm auf den auf meinen Stubentisch. Und den PC stelle ich mir dann, nichts tun, stelle ich mir dann immer rechts, also da auf meinen kleinen Hocker noch. Dann spiele ich immer so, dass das ein bisschen gemütlicher ist. Und da habe ich mir gedacht, warum machst du das eigentlich während der Aufnahmesession, PS3-Aufnahmesession für Final Fantasy und sowas? Das ist doch Schwachsinn. Mich dann immer da auf den Boden zu quetschen. Nein, okay. Mir auf den Boden zu quetschen und dann immer mit diesem ganzen ekligen Hintergrund. Jetzt habe ich wenigstens einen weißen Hintergrund. Das ist ein bisschen neutraler. So. Jetzt habe ich gerade ein Problem, oder? Nee. Damit kann ich jetzt das da aktivieren. Hoffe ich zumindest. Ja, und da kann ich jetzt rüberlaufen, okay. Ich dachte schon, jetzt habe ich ein Problemchen. Das können wir gleich wieder mitnehmen. Lauf! Und da haben wir noch einen Spheroiden. Ich glaube, das ist sogar der Fraktura-Spheroiden, ne? Sind wir schon so weit in den Tempel? Tatsächlich! Ich bin beeindruckt. Mensch, das geht heute fix hier, ey. Das ist unglaublich. Gib mir das. Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. Aha, aha. Und dans tres. Cinco, cinco, ses. Irgendwie so geht das ja. Ach, die 90er, Leute. Ich liebe die 90er. Oder, ey, yo, Captain Jack. Auf meiner Hochzeit wurde das gespielt nachher. Als wir alle am Party machen waren. Ja, man glaubt es kaum, aber wir haben eine richtig fette Fete gefeiert. Ja, denn Goku kann auch Party machen. Und wir haben dann bis morgens um 6 noch gefeiert. Das war cool. Hat echt Spaß gemacht. Würde ich immer wieder machen. Also, nicht nochmal heiraten. Heiraten sollte man ja eigentlich im Regelfall nur einmal. Boah, das war jetzt aber fix hier. Nein, das war der falsche Way. Wrong way. Ich will erstmal da in dieses andere nochmal rein, weil da können wir das Fraktura-Ding reinpacken. Auf jeden Fall haben wir dann bis morgens gefeiert und ich habe dann erstmal Klassiker, also der DJ war echt top. Wir hatten eigentlich abgesprochen, dass er für einen Festbetrag, der war echt günstig auch, dass er für einen Festbetrag bis morgens um 3, ja, ich glaube bis 3 macht er regulär Musik und danach nur noch er, wenn noch genug Stimmung da ist. Und wenn nicht, haben wir gesagt, dann kann er ruhig eine Playlist anmachen und dann verschwinden und die Sachen dann am nächsten Tag abholen. Naja, was dann passiert, wir waren alle so in Partystimmung, dass er dann bis morgen 6 Uhr für uns noch DJ gespielt hat. Also das war echt Wahnsinn. Das war ein Top-Kerl, ohne Scheiß. Den würde ich jederzeit weiterempfehlen. Voll gut. Und wie gesagt, günstig. Dafür, dass er so günstig war, war das echt überdimensional. Profiliga. Und zu mal aufs Headset gucken, dass es auch nicht aus ist. So, jetzt lassen wir uns mal eben runterschmeißen hier. Tschüss. Nein! So, da wollen wir jetzt hin. Nein! Das war falsch. Ich habe was vergessen. Ach, da ist noch so ein... Ich hatte auch im Kopf, dass ich irgendwas vergessen hatte. Was ich gerade im Fernsehen sehe,
Ich habe gerade Pussy Max laufen. Und da laufen jetzt die 9 Folgen von One Piece. Die habe ich alle schon auf Japanisch gesehen. Also auf Deutsch waren die Folgen ja nur so weit, wo sie auf dem Archipel-Dingsbumsens waren. Da mit den ganzen Blubberblasen. Und wo die dann weggeschossen wurden, alle. Und dann gab es die Folgen nur noch in Japanisch. Und von da an habe ich nur noch Japanisch geguckt. Und jetzt gibt es sie auch auf Deutsch. Jahre später. Boah, es hat echt Ewigkeiten gedauert. Ohne Scheiß. Aber cool. Wo will ich jetzt hin? Dahin will ich. Ja, das war richtig. Wo war ich vorhin am Erzählen? DJ und so Party machen? Ah ja, und da hat der DJ... Boah, Alter. Diese Geschwindigkeit. Für mich extra Captain Jack gespielt. Meine Freunde und so sind voll drauf abgegangen. Ich natürlich auch. Und dann auch noch Captain Night Joe. Kennt ihr noch Captain Night Joe von damals? Nee, ey, oh, Captain Night Joe. Das ist so cool. Da kommen richtig in Partystimmung. Und der Song ist so mitreißend, dass man einfach mitgehen muss. Das ist cool, ja. Seht ihr, und das war schon der ganze Tempel. Das war ja echt lächerlich. Ich hatte den echt schwerer und länger in Erinnerung. Tja. Und wie ihr gesehen habt, man kann eigentlich gar nicht das Ding verfehlen. So. Also, den Fraktura muss man sowieso aktivieren, um hier hochzukommen. Das heißt, und hier ist das Secret dann drin. Seht ihr, man kann da gar nicht dran vorbeilaufen einfach. Das ist so witzlos. Ohne Scheiß. Man muss es ja einsammeln. Aber warum ist das so gemacht in diesem Tempel? Ganz einfach. Man hat sonst keine Chance, hier nochmal herzukommen. Richtig, ihr habt richtig gehört. Man kann nur einmal hier rein. Deswegen... Sollte man schon versuchen, alles abzuräumen, auch das da. Deswegen habe ich mich vorhin noch gewundert, dass da noch so ein Spheroid fehlt. Aber gut, dass ich da nochmal hingekommen bin. So, einmal rüber. Schnappen wir uns das noch. Wieder was für Kimari. Der kriegt echt viele Sachen in den Tempeln. Nom 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 nom. Ruffy ist jetzt bei den Amazonen. Pff. So cool. Ausrüstung. Kimari. Plus 10, 5, plus 13, nee, 18 Angriff. Hat natürlich keinen Durchschlag und kein Durchschauen, ne? Aber es sind 18 Angriff. Das muss man sich mal überlegen. Lasst euch das mal vor Zunge zergehen. Aber trotzdem ist das kacke. Wobei das auch clever gemacht ist, wenn man Kimari halt, ne? Ihr wisst schon, habe ich ja schon erzählt. Werde ich vielleicht irgendwann mal drauf zurückgreifen, aber jetzt im Moment brauchen wir das noch nicht, weil die alle gleichmäßig gelevelt sind. Was sich aber ja ändern wird. Ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene. Yuna? Alles klar. Inside, maybe? Then what are we standing here for? Hey! You can stuff your taboos! What's that? A faith. They join with the summoner, and together receive the Aeon. They are human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Yuna! Wait!
There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will.